Entschuldigung, darf ich Sie bitten, nach oben zu gehen? Sie werden dort in die Kabine angewiesen. Guten Tag. Willkommen. Willkommen an Bord. So, guten Tag. Ich freue mich schon richtig auf Disney World. Na, wie schön. Und wie viele Tage sind wir denn da? Du, ein paar Tagen. Wie viele Tonnen hatten das Ding? 9.570 Bruttoregistertonnen. Wow. Oh. Du, hör mal, ist das nicht die Sakarian? Ja. Die berühmte Hellseherin. Natürlich ist sie das. Ich kenne sie doch vom Fernsehen. Du, das finde ich toll. Ob die uns Silvester was fürs neue Jahr voraussagen wird? Geht's doch so. Ja, natürlich. Ein toller Luxusliner, was? Hat sich mein alter Herr mächtig angestrengt. Wenn ich einen Sohn hätte, der gerade seinen Doktor in Physik mit Auszeichnung gemacht hat, würde ich ihm auch eine tolle Reise schenken. Dass er mich dazu eingeladen hat, das finde ich super. Er weiß, dass es für uns für lange Zeit die letzte gemeinsame Reise ist. Entschuldigung! Sei ruhig, Daphne. Reg dich nicht auf. Wir sind ja schon da. Ja, Nico, gehen. Später kommen. Gutes Futter bringen. Ja, Daphne, ja. Ja, was ist denn? Sie haben Ihre Tasche im Flugzeug vergessen. Oh mein Gott, darin sind die Noten für meine Silvestershow. Ja? Das war ja im letzten Moment. Ein Glück. Die Silvestershow kann steigen. Ich danke dir vielmals, lieb von Ihnen. Danke. Zwei. Würden Sie mir bitte behilflich sein? Ja, Sie müssen nach links. Ich meine, von Ihnen aus nach rechts. Ah ja. Dankeschön. Na? Hat dich der Blitz getroffen? Hast du den gesehen? Du hast guten Geschmack. Henrik van der Voort, der große Pianist. Von mir aus könnte der auch Nachtwächter sein. Van der Voort? Aber sag mal, hat er denn nicht einen Bart? Er lebt in Amsterdam und gibt hauptsächlich in den Staaten Konzerte. Und in beiden Ländern gibt es Rasiermesser. Mhm. Kann ich Ihnen helfen? Oh, danke. Sagen Sie,
Ich spüre da so ein merkwürdiges Zittern. Haben wir vielleicht schon abgelegt? Ja, in diesem Augenblick. Schauen Sie mal, wie schnell das geht. Wir sind schon ein ganzes Stück vom Ufer entfernt. Gott sei Dank, jetzt kann nichts mehr passieren. Aktion Ausbruch gelungen. Schon gut. Sagen Sie, haben Sie eine Liste der Passagiere? Ja, die liegt in Ihrer Kabine. Ja, ich muss nämlich schnell mal nachsehen, ob irgendwelche Bekannte an Bord sind. Das wünsche ich Ihnen sehr. Ja, um Himmels Willen, das kann ich ja am allerwenigsten gebrauchen. Lange nicht gesehen. Hallo Beatrice, sag mal, hast du immer noch die 5-Mark-Stücke hinter den Ohren? Tatsächlich, wie machst du das bloß? Heidri, du wirst immer hübscher. Was macht der Josch bloß mit dir? Sie ist die Blume seines Lebens. Er stellt sie jeden Tag an die Sonne und putzt ihre Blätter mit Tau. Stimmt's, Josch? So ist es. Wahrscheinlich macht er das mit seinem Zauberwasser. Hast du dein Zauberwasser wieder bei dir? Das habe ich doch immer bei mir. Ach komm, Josch, mach Zauberwasser. Ja, schon? Ja, ja, bitte, komm, los, mach. Ja. Ja. Ralf, hast du eine Karaffe Wasser? Toll. So, was machen wir? Als erstes ein Pfefferminzlikör. So. Ein Pfefferminzlikör für Michaela. Ein Sherry. Ein Sherry für Beatrice. Als nächstes ein Whisky. Und Wachs. Whisky, na, den behalte ich selber. Ich kann noch ein Eierlikör. Und einen Eierlikör für Wanda. Was gibt's denn zur Silvestershow? Wahrscheinlich wird die arme Gayatri wieder zersägt oder in eine Kiste gesteckt und mit Schwertern durchbohrt. Du sagst kein Wort, Josch. Es wird nichts verraten. Wahrscheinlich gibt's eine Überraschung. Sie haben sich sicher vorhin über mich gewundert. Stimmt's? Als wenn ich ehrlich sein soll, ein bisschen, ja. Ich war richtig froh, als das Schiff ablegte. Sehen Sie mich einmal an. Wofür würden Sie mich halten? Also, ich weiß nicht recht. Ich bin eine ausgerissene Oma. Eine was? Ja, Oma auf der Flucht. Ich hatte es. Auf der Flucht? Ja, von meiner Familie. 3 Söhne, 7 Enkelkinder. Wissen Sie, was das heißt? Babysitten, Schulaufgabe machen, vom Kindergarten abholen, zur Schule bringen, im Haushalt helfen. Oma hin, Oma dort, Oma rechts, Oma links. Ich meine, ich liebe meine Familie. Aber eines Tages habe ich mir ein Ticket gekauft und bin abgehauen. Sie sind abgehauen? Ich meine, ich habe meiner Familie einen Brief hinterlassen, dass ich eine Weltreise mache. Die Gesichter hätte ich sehen mögen. Also, ich finde das toll. Endlich einmal an mich denken. Etwas erleben, wovon man nicht einmal geträumt hat. Das ist ein Gefühl, als ob man plötzlich Flügel hätte. Wir sind also Tischnachbarn. Wir sind die Familie Becker, meine Frau Irene, Axel und Brett. Max Bomberg, freut mich. Dr. Max Bomberg. Julia. Seit 14 Tagen. Oh, Gratulation. Überlassen Sie doch. Wir freuen uns mit Ihnen. Meine Verlobte Julia Kerst. Dankeschön. Tja, ja. Wo sitzt eigentlich die berühmte Wahrsagerin? Am Kapitänstisch. Willst du dir von ihr deine Zeugnisse vorhersagen lassen? Eine Wahrsagerin? Ja, Madame Zakarian. Interessieren Sie sich dafür? Ja, ich studiere Psychologie. Da spielen die Grenzwissenschaften immer ein bisschen hinein. Meine Damen, meine Herren, liebe Gäste. Die Besatzung der MS Berlin und ich freuen uns, dass wir diese, wie ich meine, ganz besondere Reise mit Ihnen gemeinsam machen werden. Unser Landausflug in Florida führt uns diesmal nach Disney World, das in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag feiert und nicht nur unseren Kindern Spaß machen wird. Als Krönung können Sie dann die traditionelle Christmas-Parade sehen. Unsere Silvestershow mit ein paar ganz besonderen Überraschungen und der Jahreswechsel unter südlichem Himmel auf hoher See wird für Sie, und da bin ich ganz sicher, zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Zum Wohl. Zum Wohl.
Zum Wohl. Gewünschte Grafik. Ich komme gleich. Beatrice? Ich habe gehört, es sind Zauberer an Bord für die Silvestershow. Ja. Ach, das ist ja schön. Haben die ihr Künstlergepäck in der Kabine? Ich meine, das muss doch ziemlich eng werden. Sie meinen die Requisiten? Ja. Die sind im Musiksalon hinter der Bühne. Schön. Sie entschuldigen mich. Papi, ich hole mir nur schnell was zum Trinken, ja? Ja, ist in Ordnung. Hey, Kai! Wir wollen das Schiff erkunden. Kommst du mit? Das würde ich gerne. Ich frage jetzt mal meinen Papi. Papi, darf ich mit den Axel und Britta das Schiff ansehen? Natürlich, wenn es dir Spaß macht. Hast du alles bei dir? Ja, dann pass schön auf, nicht? Und lauf nicht so schnell. Ich weiß schon. Bis dann. Was kann das sein? Keine Ahnung. Vielleicht irgendein Zauberinstrument für die Silvestershow. Das ist so eine verschiebbare Kiste. Darin wird ein Mädchen eingesperrt und total auseinandergeschoben. So was habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Nicht erschrecken! Wo sind Sie? Ich bin hier, in der Kiste. Mann, das ist vielleicht ein Ding. Wie kommen Sie denn da rein? Ich wollte etwas ausprobieren. Ich dachte nicht, dass ich es schaffen würde, aber es ist mir tatsächlich gelungen. Aber wieso sind Sie so wahnsinnig dünn? Sie sind ja ganz verschoben. Tja, ich darf das Geheimnis nicht verraten. Was für ein Geheimnis? Das Kistengeheimnis. Sonst wäre ich aus der Gilde ausgeschlossen. Also, dreht euch für einen Augenblick um. Umdrehen! Ja. Na, ist das nicht ein toller Ort? So geheimnisvoll, ne? Also ich liebe solche Orte. Oh. So. Aus welcher Gilde werden Sie ausgeschlossen? Aus der Gilde der Amateurzauberer. Erst war ich Zauberlehrling und jetzt bin ich Meister mit dem goldenen Band. Mögt ihr ein Bonbon? Gerne. Oh. Das ist ja toll, was Sie da geliefert haben. Das freut mich, danke, dass es euch gefallen hat. Und was machen wir jetzt? Wollen wir vielleicht so ein bisschen flippern? Was? Flippern können Sie auch? Natürlich, das kann ich auch. Komm. Komm. Oh. Hey, wo bist du, Kai? Ich komme. Schön. Sei doch nicht traurig. Julia, ein Jahr vergeht so schnell. Und wenn es 2 Jahre werden? Auch die vergehen. Zu Weihnachten komme ich zu dir und im Sommer hast du Ferien. Wenn du das alles zusammenrechnest, bleibt pro Jahr nicht mehr als ein halbes Jahr Trennung übrig. Das ist es nicht, Max. Ich weiß. Hey. Aber das Thema ist für die Dauer der Reise ausgeklammert. Alles wird gut. Ja. Oh, Madame. Sie haben sich ja den schönsten Platz auf dem ganzen Schiff ausgesucht. Wollen wir uns nicht einen Augenblick setzen? Oh, gerne. So komme ich endlich dazu, Sie zu fragen, welchem glücklichen Stern ich die Anwesenheit von Madame Zakarian auf meinem Schiff verdanke. Ich fahre zu einem Kongress nach Florida, der sich mit Grenzwissenschaften beschäftigt. Grenzwissenschaften? Dazu gehören alle Sparten der Parapsychologie. Mediale Vorgänge, Auralesen, Telepathie. Ich wusste nicht, dass Wahrsagen eine Wissenschaft ist. Ich bin nicht Wahrsagerin. Ich bin Hellseherin. Und was ist da genau gesagt der Unterschied? Ein Hellseher ist jemand, den die Zeit keine Rolle spielt. Er sieht Dinge, die morgen geschehen werden,
als wären sie gestern passiert. Wenn es mir gelingt, in die Aura eines Menschen einzudringen, so liegt seine Zukunft ebenso vor mir wie seine Vergangenheit. Das klingt faszinierend. Für mich ist es ganz normal. Wann haben Sie denn Ihre Fähigkeiten zum ersten Mal bemerkt? Schon sehr früh. Ich sah eines Tages einen Jungen über den Schulhof humpeln und dachte, er hätte sich verletzt. Aber er hat sich sein Bein erst 2 Wochen später gebrochen. Das ist ja unglaublich. Wenn Sie nicht eine so charmante Frau wären, dann könnte man direkt Angst bekommen. Dazu gibt es gar keinen Grund. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich war verheiratet. Ich hätte eine Bitte, Madame. Könnten Sie mir voraussagen, wie unsere Fahrt verlaufen wird? Ich will es versuchen. Dazu müsste ich Sie allerdings bitten, aufzustehen. Ganz ruhig, ganz entspannt. Ihre Aura strahlt positiv ab. Das kann auch für das Schiff nur Gutes bedeuten. Es sei denn, Sie setzten sich ab und überließen uns unserem Schicksal. Das habe ich bestimmt nicht vor. Ich danke Ihnen, Marat. Madame, würden Sie es bei mir auch versuchen? Nein. Ach, bitte. Tut mir leid, dass ich vorhin so ausgeflippt bin. Aber als sie sagte, ich würde ein Kind bekommen, dann... Ich kann mir vorstellen, was in dir vorgeht. Wir werden später mal eine Menge Kinder haben. Aber jetzt, das müssen wir einfach... Julia, ich will einfach nicht, dass mein Kind genauso aufwächst, wie ich aufgewachsen bin. Es war einfach zu früh für meine Eltern. Wir mussten beide arbeiten und ich war dauernd bei fremden Leuten. Es war einfach zu früh und das habe ich meine ganze Kindheit über gespürt. Ich habe mir geschworen, dass ich diese schlimme Erfahrung nicht weitergeben möchte. Ich komme mit dir in die Klinik. Ich lasse dich keinen Augenblick alleine. Ich habe keine Angst vor der Klinik und all dem. Es ist etwas anderes. Hier drin wächst ein Kind, Max. Unser Kind. Es lebt. Ich möchte es gerne im Arm halten. Wissen, wie es aussieht, ob es deine Haare hat oder deine Augen. Wenn ich es hergebe, werde ich es nie kennenlernen. Auch wenn wir später Kinder haben, es wird nie mehr dieses Kind sein. Ich weiß, wir haben alles besprochen.
Aber ich kann nichts dafür. Es wird mit jedem Tag schwerer. Ja, Julia. Aber mit meinem Job in Amerika, da kann ich uns in ein oder zwei Jahren eine Basis schaffen. Und du kannst in Ruhe dein Studium fertig machen. Das ist doch eine ganz andere Ausgangsposition, auch für das Kind. Du weißt doch, was du mir bedeutest. Ja, das weiß ich. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich habe dich auf dem ganzen Schiff gesucht. Du hast mir Angst gemacht, weißt du das? Du solltest mir immer sagen, wo du bist. Entschuldige. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich dich auch. Weißt du, Mami hatte schon damals Schwierigkeiten mit dem Atmen. Sie konnte das Legato nicht immer singen. Während des Konzertes haben wir uns durch Blicke verständigt, ob sie es schafft. Fühlt sie dir sehr? Sie ist bei mir. Ich weiß, was du meinst. Du solltest dich zum Abendessen umziehen. Nimmst du den neuen weißen Blazer? Nein, nein, den nehme ich mir für Silvester auf. Ich nehme die blaue Strickjacke. Gut. Vergiss nicht, die Kapseln umzustecken. Mache ich sofort. Papi. Hm? Du solltest dir den Flügel im Musiksalon ansehen. Mach ich. Spielst du mal für mich? Na klar. Klasse. Papi. Ja? Die Reise ist wunderschön. Ja. Ich freue mich, dass sie dir gefällt. Später kommen, bringen gutes Futter mit. Ja, ja. Au! Gaitri! Josh! Gott, was ist dir denn passiert? Ich kann nicht aufstehen, ich bin über ein Schwein gestolpert. Du bist was? Ich bin über ein Schwein gestolpert. Und ich glaube, mit meinem Fuß ist was passiert. Es tut so weh. Zeig mal. Au! Kannst du mich zum Arzt bringen? Natürlich, komm. Gut. Was wird denn jetzt aus meinem Auftritt? Na, jetzt müssen Sie erstmal 48 Stunden ganz ruhig liegen bleiben. Dann können Sie wieder vorsichtig gehen. Wie lange muss ich den Gips behalten? Ja, circa 6 Wochen. Hm? Oje. Aber es ist ein schöner, glatter Bruch. Sie haben Glück gehabt. Wie ist das eigentlich passiert? Ich bin über ein Schwein gestolpert. Entschuldigen Sie, wir wollten nur fragen, wie es der Frau geht. Ja, der Fuß ist in Gips. 2 Tage muss sie noch im Bett bleiben und dann könnt ihr sie wieder in der Gegend rumrumpeln sehen. Dürfen wir sie besuchen? Britt hat eine Gelande aus Papier für sie angefangen. Ja, ich besuche sie morgen, kommt doch einfach mit. Super. Bis dahin habe ich die Gelande fertig. Na fein. Moment mal, kommt mal zurück. Ich
müsst sie unbedingt aufheitern. Sie macht sich große Sorgen wegen der Show. Kann sie überhaupt auftreten? Ein paar Nummern kann sie mit dem Gipsbein schon machen. Aber wir hatten eine Überraschung geplant und die fällt jetzt flach. Hast du eure Agentur schon angerufen? Klar, aber an Silvester ist natürlich keiner frei. Und ich brauche jemand, der das Handwerk erstklassig beherrscht. Na klar. Die Oma Merkatz kann das. Was? Zaubern. Sie kann eine Menge Tricks. Den mit der Kiste kann sie auch. Wer ist Oma Merkatz? Die Dame da drüben. Danke. Ich sehe mir die Oma mal an. Darf ich? Aber klar doch. Ich wusste gar nicht, dass ich Zuhörer habe. Zu dieser Zeit ist das auch nicht unbedingt zu erwarten. Warum weiß keiner ein, wie großartiger klassischer Pianist Sie sind? Na, ich glaube, irgendwann habe ich wohl erkannt, wo mein Talent liegt. Erlauben Sie? Mit Vergnügen. Bei dem Prälude eben spielen Sie einen wunderschönen Übergang. Ganz weich und fließend. Ich habe ihn in meinen Konzerten immer viel härter genommen. In Ihren Konzerten? Also, irgendwie erinnern Sie mich an jemanden. Die Augen van der Voort. Henrik van der Voort. Dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Der Bart ist ab. Der Bart. Van der Voorts Markenzeichen. Damit können Sie einen ganz schönen Schleudern bringen. Aber welche Ehre, mit Ihnen zusammen auf demselben Flügel zu spielen. Wollen wir es gemeinsam versuchen? Ja, aber gerne. Das ist mein Sohn Kai. Hallo Kai. Guten Abend. Das war eben ganz toll. Ich wusste, dass ich dich hier finden würde. Du wolltest den Flügel ausprobieren, stimmt's? Und du wolltest eigentlich schlafen, nicht? Ich gehe wieder zurück ins Bett. Aber erst, wenn du mir mein Lied spielst. Das Wiegelied von Brahms. Es ist nun mal das schönste Lied der Welt. Da hast du wohl recht. Also gut. Thank you.
ihr Jungs. Gute Nacht, Kai. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein wunderbarer Junge. Klug, sensibel und empfindsam. Er wird sterben. Was sagen Sie da? Tja, er wird sterben. Er hat nicht mehr viel Zeit. Vielleicht Monate, vielleicht Wochen, vielleicht Tage. Ja, aber warum denn? Ein angeborener Herzfehler. Der schwere Herzkrämpfe verursacht einen Erbteil seiner Mutter. Sie hatte am Schluss bis zu 30 Anfälle am Tag. Das ist ja schrecklich. Kai ist damit geboren. In seinem Alter kann es sich verbessern oder verschlechtern. In seinem Fall hat es sich leider verschlechtert. Ja, es gibt doch Spezialisten. Ich habe Spezialisten in der ganzen Welt konsultiert, von Los Angeles bis Moskau. Und als ich wusste, dass es hoffnungslos war, habe ich alle meine Verpflichtungen abgesagt. Ich reise mit Kai und zeige ihm die Welt. Ich habe ihn von der Schule abgemeldet und unterrichte ihn selbst. Jeden Tag ein paar Stunden. Er hat sich diese Reise gewünscht. Ja, weiß er es? Er weiß, dass er krank ist. Vielleicht auch mehr. Er weiß, dass seine Anfälle gefährlich sind. Er trägt ihm eine Kapsel Nitroglycerin in seiner Tasche. Ich habe eine Ersatzkapsel bei mir, wenn er seine vergessen hat. Er ist sehr tapfer. Sehr. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, wie ich es Ihnen erklären soll, aber auf irgendeine Weise sind wir sehr froh und sehr glücklich. Wir freuen uns sehr und haben viel Spaß miteinander. Ich möchte, dass ein letzter Augenblick ein glücklicher ist. Das ist ein schöner Gedanke. Und ich wünsche, dass Sie ihn verwirklichen können. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Gute Nacht. Madame Zakarian. Ja. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Ja, bitte. Es tut mir leid, dass ich weggerannt bin. Ich bin sonst nicht hysterisch, aber als Sie das über mich sagten, da habe ich einfach durchgedreht. Als ich Ihnen sagte, dass Sie ein Kind erwarten. Das stimmt, nicht wahr? Aber was für einen Grund haben Sie, traurig zu sein? Sie sind jung, gesund, das Leben liegt vor Ihnen. Und jeder kann sehen, dass der junge Mann Sie sehr lieb hat. Das stimmt. Aber wir werden das Kind nicht behalten. Warum? Max sagt, wir können es nicht behalten. Er hat eine Art Jugendtrauma. Er hatte eine unglückliche Kindheit, weil seine Eltern seinetwegen zu früh geheiratet haben. Er ist da irgendwie blockiert. Und ich liebe ihn und möchte ihn nicht verlieren. Kommen Sie, erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Prospekte von Disney World. Wow, zeig mal. Ja. Das ist das Geburtshaus von Mickey Mouse. MGM Studios, Epcot Center, ja. Magic Kingdom. Und für das alles nur einen einzigen Tag? Ja. Wie soll man da bloß das Richtige aussuchen? Kann ich Ihnen helfen? Bitte? Ja. Ich bin schon öfter in Disney World gewesen. Ich habe da schon ein paar Mal den Fremdenführer gespielt. Das wäre eine Wucht. Das würden Sie für uns tun? Das macht mir doch Spaß. Bis morgen früh. Super! Wow, komm, wir gehen das Schwein suchen. Ja. Herein. Wir haben im ganzen Schiff gesucht. Jetzt haben wir das Schwein gefunden. Es gehört Nikos. Nikos, jetzt komm, jetzt setz dich erst mal hin. So, jetzt erzähl mal. Daphne nicht dafür können. Nikos nicht dafür können. Jemand Tür offen lassen, Daphne weglaufen. Ach, Daphne heißt das Ferkel. Ja, wozu hast du denn Daphne mit aufs Schiff gebracht? Mama Hüfte kaputt,
operieren kein Geld. Ja, und was hat Daphne damit zu tun? Nikos darf ihn aufs Schiff bringen. Silvesterpassagiere, Schwein streichen, zahlen Geld für Glück. Und Mama, Geld für Operation. Ah, du wolltest Silvester mit Daphne Geld verdienen, damit deine Mutter operiert werden kann. Aber jetzt alles kaputt. Was ist kaputt? Koch sagen, schlachten Daphne. Machen Sülze für Buffet. Sülze aus Daphne? Ist ja schrecklich. Ich werde mit dem Koch sprechen und wegen Silvester, lass das mal meine Sorge sein. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Wo du mit Koch sprechen? Mach ich. Und Koch nicht schlachten Daphne, machen Sülze für Buffet? Nein, Nikos, Koch nicht schlachten Daphne und machen Sülze für Buffet. Und jetzt raus mit euch. Danke, Udo. Toll, in meiner Kindheit, da war die Küche mein liebster Aufenthaltsort. Meiner auch. Ich fürchte, das sieht man heute noch. Meine Mutter hat immer gesagt, ein magerer Koch ist ein Widerspruch in sich selbst. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gerade jetzt störe. Ja, ja, deshalb. Ich hätte eine Kleinigkeit mit Ihnen zu besprechen. Es geht um Ihren Küchenjungen Nikos. Ah, das ist ein aufgeweckter Junge. Ich habe ihn genommen, weil er Schiffskoch werden will. Und in Griechenland gibt es dafür keine entsprechende Ausbildung. Bisschen mehr Salz. Ja. Na ja, so arbeitet er jetzt hier als Mutje mit Lehrlingsvertrag. Sozusagen unser Beitrag zur EG. Wo bleiben denn die Zwiebeln? Übrigens. Ich warte drauf. Der Junge hat da doch dieses Ferkel bei sich. Ja, ich meine, wollten Sie daraus wirklich Sülze machen? Keine Idee. Ich muss den Jungen nur manchmal ein bisschen zurechtstutzen, sonst geht seine Fantasie mit ihm durch. Manchmal, bildlich gesprochen, hat er Einfälle, die könnten ein Schiff zum Kentern bringen. Ja, sein letzter Einfall, der war gar nicht so schlecht. Ich hätte da einen Vorschlag. Meine Damen und Herren, wir starten jetzt nach Disney World. Und ich habe die Ehre, den Reiseleiter zu spielen. Mein Name ist Stefan. Mehr als 25 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr Disney World. Und das nicht nur wegen Mickey Mouse und Donald Duck, nein, vor allem wegen der technischen Attraktion und der filmischen Sensation. Ich hoffe, es wird ein tolles Erlebnis. Darüber, hier geht's zur Christmas Parade. Thank you.
Die Oma, die ihre Oma-Pflichten vernachlässigt. Macht's denn Spaß? Das war die beste Idee meines Lebens. Aber wissen Sie, was einer ausgerissenen Omi hier in Disney World am meisten fehlt? Meine Enkelkinder. Ist das nicht verrückt? Also, ich find's toll. Wieso bist denn du eine ausgerissene Oma? Das erzähle ich dir später. Sagen Sie, Stefan, wie soll es das größte Karussell der Welt geben? Stimmt, ich zeig's euch. Nach Hause nehmen. Den? Den? Und den Elefant. Ja. Wer soll denn das bezahlen? Ich mach das schon. Ja. Na und du? Papi, guck mal, sieht der nicht süß aus? Willst du ihn behalten? Ja, wenn Na, ich komm. Darf. Na, mein Junge, jetzt glaubst du, du bist in Hollywood. Auch das gibt es in Disney World. Das sind die großen MGM-Filmstudios. Und wir dürfen hinter die Kulissen gucken, wo die Zeichentrickfilme gemacht werden und so weiter. Hier ist Graumans großes chinesisches Filmtheater. In allen Details originalgetreu nachgebaut. Die perfekte Illusion. Und dieses Theater ist im echten Hollywood ein berühmtes Premierenhaus. Nur hier haben die Stars ihren Handabdruck im Straßenbeton als Autogramm hinterlassen. Bob Hope, Audrey Hepburn, Liza Minnelli, Humphrey Bogart, Burt Reynolds, sogar Roger Rabbit. Und natürlich Donald Duck. Oh, hallo, junger Mann. Du kommst aus Deutschland, nicht wahr? Komm her, junger Mann. Willkommen in den Disney MGM Studios. Soll ich dir alles zeigen? Ja. Dann komm! Ja, komm mit mir. Julia, die Welt gehört uns. Wir werden noch viele Reisen machen, wir sehen. Sagen Sie mal, da Sie von zu Hause ausgerissen sind, weiß Ihre Familie eigentlich, wo Sie sind? Nein, weiß sie nicht. Hätten Sie Lust, ein bisschen anzugeben zu Hause? Wie denn? Na, zum Beispiel, wenn Sie Ihnen erzählen würden, Sie hätten eine Weltreise gemacht. Oh, dazu braucht man doch mindestens 5 Wochen. Das machen wir beide jetzt in 2 Stunden. Kommen Sie mit.
Na, wie finden Sie die Kulisse? Toll. Das ist eine Maya-Pyramide. Stellen Sie sich mal darauf. Umdrehen. So? Voila! Ja. So ist schön. Und lachen. Bitte freundlich, ja? Das ist ja Deutschland. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Also so schnell wollte ich aber nicht nach Hause. Gut. Umdrehen. Grazie. Und jetzt den Kaffee. Zu mir rüberschauen? Pardon, Monsieur. Prima. Und jetzt die Friedenspfeife rauchen. Verzeihen Sie, wissen Sie, wo ich hier zum Rüber kann? Kommst du mit zur Wassermutsche, Oma Mirkatz? Ach, weißt du, ich habe gerade was gegessen. Und mit vollem Magen soll man nicht ins Wasser gehen. Okay. Tschüss. Tschüss. Was ganz was Tolles. Eine Show mit Delfinen, Walen und Killerwalen. Das könnt ihr nur in Florida sehen. Tiere sind hier geboren, sie leben ein Jahr bei ihrer Mutter und erst dann beginnt das Training mit ihrem Betreuer.
Über die Entstehung der Killerwale gibt es eine Legende. Vor vielen Jahren schnitzte ein Tingli-Indianer aus gelbem Zedernholz Killerwale, die dann lebendig wurden. Man traf ein Abkommen, wonach die Wale im Meer leben sollten, sich vor allem nur dort ernähren sollten und den Menschen nicht erschrecken. Das Abkommen wurde eingehalten und die Indianer, die Killerwale, lebten in Frieden. Wie ihr seht, funktioniert das hier auch ganz gut. Deine Kapsel? Ich habe sie schon umgesteckt.
die Band spielt schon. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Dann komm. Willst du so gehen? Ach so, ja. Nun erwartet Sie die hohe Kunst der Magie. Lassen Sie sich verzaubern von einem Meister seines Faches, von Peki mit seiner Fantasy-Show. Ich dachte, du wolltest den weißen Leser anziehen. Komm, es geht los. Foto von mir machen. Sie wissen ja, meine Enkelkinder glauben mir das nie. Natürlich, ihre ganze Familie soll stolz auf Sie sein. Und drücken Sie mir die Daumen. Toi, toi, toi. Meine Damen, meine Herren, liebe Gäste, ich habe nun das Vergnügen, und es ist wirklich ein Vergnügen, Ihnen als Kapitän der MS Berlin den Stargast dieses Silvesterabends anzusagen. Zum ersten Mal auf dem Traumschiff Udo Jürgens. Wenn ich erst Rentner bin, sobald der Stress vorbei ist, da lang ich nämlich hin. Aha. 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 Ich föhne äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Aha. 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 Und voller Stolz verkündet mein Enkel Waldemar, der ausgeflippte Alte, das ist mein Opapa mit 66 Jahren, da fängt mein Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommen erst den Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Mit Liliane war es schließlich vorbei. Aha. Oh yeah.
kippte vom Stuhl in der Konditorei. Oh, oh yeah. Auf dem Sargo stand kränzend verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten. Dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne, aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. Aber bitte mit Sahne. In den Armen der Nacht wird der Himmel zum Zirkuszelt. Zwischen Gauklern des Glücks hab ich Plätze für uns bestellt. Und wenn das erste Glas Sekt den Übermut weckt, schenke ich dir die Welt. Wer denkt denn jetzt an Stress, danke, Ärger und Geld? Er hat all unsere Lieder drauf. Die ganze Stadt gehört dir. Schenk mir dafür einen einzigen Blick. Ich weiß genau, dann führt kein Weg zurück. Und sacht von der Liebe bewacht in den Armen der Nacht. Dankeschön, meine Damen und Herren. Sie haben vorhin beim Auftritt unserer entzückenden Gayatri den Gipsverband bemerkt. Aber auch ihre charmante Vertretung, Madame Merkatz, wäre beinahe zu Schaden gekommen durch eine kleine Übeltäterin, die sich hier bei uns an Bord befindet. Sie trägt den poetischen Namen Daphne, hat eine bezaubernde Figur, ist jung, rund und rosig. Darf ich um Daphne bitten? Und das ist sie. Sie wird uns alle ins neue Jahr begleiten und sie wird Ihnen allen Glück bringen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wer es denn war, der Daphne an Bord des Schiffes gebracht hat. Das hier ist Nikos, unser Smoothie, also unser Küchenjunge. Er stammt aus Piräus. Seine Mutter ist krank geworden. Sie müsste operiert werden. Und in ein Krankenhaus, aber dazu fehlt das Geld. Da hatte Nikos eine Idee. Zuerst hatte er Daphne an Bord des Schiffes geschmuggelt. Er dachte an den alten deutschen Brauch, in der Silvesternacht ein Schwein anzufassen. Und er dachte daran, sie um eine kleine Spende zu bitten. Nikos wird also jetzt Daphne unter den Arm nehmen, zu ihnen an die Tische kommen und jeder, der es gerne möchte, darf sie anfassen. Liebe Freunde, wir wollen Sie jetzt nicht um eine kleine Spende bitten, da wir glauben, dass man das Glück mit Geld nicht kaufen kann. Wenn aber der eine oder andere von Ihnen es sich durchaus nicht nehmen lassen will, nicht, Nikos, haben wir nichts dagegen, ja? Okay, Britt und Axel, seid ihr bereit? Thank you.
Danke. Wir danken Ihnen. Meine Damen und Herren, gleich ist es soweit. Moment mal. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich wünsche Ihnen allen ein frohes, glückliches neues Jahr. Jetzt singen wir alle zusammen. Erschrecken Sie nicht, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie nun an Deck zum Feuerwerk. Thank you.
der... Ich möchte nicht, dass die Passagiere etwas erfahren. Verständigen Sie bitte den Kapitän und sagen dem Schiffsarzt Bescheid. Wir gehen so bald wie möglich von Bord. Können Sie das organisieren? Natürlich. Am besten in der Morgendämmerung, wenn alles schläft. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Wunderschön, Max. Sei mir nicht böse. Ich möchte jetzt ein bisschen alleine sein. Zakarian, was tun Sie so alleine draußen? Ich begrüße den Tag. Man sollte jeden neuen Tag begrüßen. Gleichgültig, was der Vergangene gebracht hat. Der Junge. Ich habe gesehen, wie ihn sein Vater hineingetragen hat. Wissen Sie, ob es ihm besser geht? Der Junge ist tot. Er ist. Für seinen Vater muss das entsetzlich sein. Ja. Trotzdem beneide ich ihn um jede Stunde, die er mit dem Jungen zusammen war. Aber er hat ihn doch verloren. Ein armenisches Sprichwort sagt, es ist besser, etwas besessen und verloren zu haben, als es nie besessen zu haben. Der Schmerz kann nur das Herz töten, die Seele nie. Ich weiß nicht, ob ich Sie verstehe. Ich erinnere mich an eine junge Frau, und an einen jungen Mann, der Karriere machen wollte. Die beiden liebten einander sehr. Eines Tages merkte die junge Frau, dass sie schwanger war. Aber ein Kind kam für beide nicht in Frage. Sie studierten noch. Sie wollten heiraten und viele Kinder haben später. Das Kind kam nicht zur Welt. Und weiter? Es lief alles nach Plan. Bis auf einen Punkt. Die Frau wurde nicht mehr schwanger. Daran scheiterte später die Ehe. Und der Mann hat eine andere geheiratet. Und sie fährt seither um die Welt und versucht, der Einsamkeit zu entgehen. Sie? Begrüßen Sie den. Vielleicht hat er etwas für Sie bereit, wovon Sie nie geträumt. Thank you.
Es war nicht, nicht sehr gut. Sie haben ein Beispiel von Liebe gegeben, wie es mir noch nicht begegnet ist. Wovon sprechen Sie? Von Ihrer Willenskraft, dem Schicksal ein Zugeständnis abzuringen. Sie wussten, dass Ihr Junge nicht zu retten war. Und Sie wünschten, dass sein letzter Augenblick ein glücklicher sein würde. Dafür haben Sie alles getan. Und Sie haben es erreicht. Wenn ich an die letzten Minuten an Deck denke, der Himmel war voll Licht, als er sich auf den Weg gemacht hat. Ja, wenn Sie das so sehen. Sehen Sie es nicht so? Noch nicht. Aber vielleicht werde ich es eines Tages tun. Und dann... Dann werde ich an Ihre Worte denken. Julia, willst du mich heiraten? Ich was? Ob du mich heiraten willst? Der Kapitän kann uns trauen. Heute, Julia, sag, dass du einverstanden bist. Natürlich bin ich einverstanden, aber wieso so plötzlich? Wahrscheinlich habe ich es mir die ganze Zeit über gewünscht. Plötzlich ist alles so einfach. Ich kann dir nicht sagen, wie glücklich ich bin. Und das Baby, Max? Unser Baby kommt in Amerika zur Welt. Wenn es ein Junge wird, dann nennen wir ihn Albert. Wie Einstein, so standesgemäß für einen Physiker. Das ist fabelhaft. Wir teilen uns die Hausarbeit an Alberts Windeln. Und du machst dein Studium in Amerika fertig. Ich liebe dich, Max. Ich liebe dich, Julia. Ja, Kapitän, wir hätten einen Wunsch. Ja, bitte? Wir würden gerne heiraten. Können Sie uns trauen? Natürlich kann ich das. Wir müssen dann nur zu Hause die standesamtliche Trauung nachholen. Ja, das machen wir. Wunderbar. Das Jahr beginnt ja großartig. Gratuliere. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Sagen wir um 17 Uhr. Prima, gut. Ja. Julia. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue. Nehmen Sie das. Das können Sie behalten. Achtung, Sie kommen!
Max Bomberg. Wenn Sie willens sind, vor diesen Zeugen mit der hier anwesenden Julia Kirst die Ehe zu schließen und ihr die Treue zu halten in guten und schlechten Zeiten, so antworten Sie mit Ja. Ja. Julia Kirst, wenn Sie willens sind, vor diesen Zeugen mit dem hier anwesenden Max Bomberg die Ehe zu schließen und ihm die Treue zu halten in guten und schlechten Zeiten, so antworten Sie mit Ja. Ja. Sie haben nun den Bund der Ehe geschlossen und ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihren gemeinsamen Lebensweg.